eine sehr schöne Gouache, Menschen im Park von Karl Schneiders. Künstler hat von 1905 bis 1975 gelebt, in Aachen geboren, in Aachen gestorben. Dazwischen eine sehr schöne Biografie, Studium am Bauhaus in Weimar, dort bei Kandinsky und Klee. Später in Berlin war er Schüler von Karl Hofer. Die Arbeiten von Karl Hofer haben einen erheblichen Einfluss auf das Oeuvre von Karl Schneiders gehabt, wie man das auch in der Ausstellung im Leopold-Heusch-Museum in Düren sehr gut sehen konnte. Bilder von diesem Künstler befinden sich in der Sammlung Nordrhein-Westfalen, in Cornelimünster, im Simon-Ludwig-Museum und auch im Leopold-Heusch-Museum. Sehr selten sind die kleinen Formate.